Das ist mein sehr bescheidenes Balkonkistl-Projekt, das sich über viele Jahre gezogen hat. Aber heuer habe ich es einmal gemacht und jetzt wird noch eingesetzt. Aber es könnte eben beispielgebend sein für viele andere Balkonkistl. Es kennt es genauso in Gefäße. Egal, wenn ihr ein modernes Haus habt, macht moderne Gefäße. Wenn ihr ein rustikales Haus habt, da habt ihr eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten. Wichtig ist, dass ihr was einsetzt und vor allem was, was einen Sinn macht. Wiederum für unsere Insekten war super, Bienen, Hummeln und so weiter. Es ist eigentlich nichts dabei, man muss ein paar ganz einfache Sachen beachten und dann funktioniert das alles. Ich sage nur, vielleicht einfach als kleinen Anstoß noch weg von den Pelargonien und Sorfinienparadiesen hin zu Dingen, die wirklich auch unseren Insekten was bringen. Und das waren hauptsächlich wieder die heimischen Sachen. Aber jetzt starten wir wirklich. Da muss ich aber ganz auf zum Kompost, weil ich werde mir meine Erden selber mischen. Aber das dazu euch nachher und oben, da ich sagen, wie das funktioniert. Na, geschickter Zugang. So, Kompostparadies. Ich hoffe, er ist schon einigermaßen gut abgerottet. Ihr kennt es generell, wenn ihr sowas nicht zur Verfügung habt, aus Balkonia kann natürlich leicht sein. Kauft euch fertige Substrate, da machst nichts falsch. Schaut aber vielleicht drauf, dass in dem Substrat möglichst kein Torf drinnen ist. Torf ist immer so eine Sache. Sollte man einfach drauf schauen oder fragt, wenn ihr kauft. Kauft entweder ein sogenanntes Drogsubstrat, das funktioniert ganz gut. Oder es gibt sogenannte Intensivsubstrate, das ist so aus der Flachdach-Konstruktionsgeschichte. Da bringt man so eigene Erden auf, die sind auch super für Tröge. Wenn es so tröge macht, wichtig ist natürlich, es muss unten das Wasser rauskommen beim Blumenkistl. Detto. Ich gebe ein bisschen an Kiesel rein, mehr ist nicht, dann kann das da durchaus rinnen. Ein paar größere Gefäße, ja, weiß ich nicht, ob 30, 40 cm Höhe, könnt ihr unten also Lecker reingeben, das sind so kleine Kerndadeln. Vlies ist immer ganz gut, weil dann schwappt es da den Dreck nicht so durchaus auf die Terrassen oder auf dem unteren Balkon, kann mal nicht so gut kommen. So, und dann füllt das an, dann mache ich eigentlich diese Erdmischung. Ihr mischt eben Kompost in etwa, ich nehme da die Hälfte, da ich mal so einen Kompost und das andere mische ich Sand und so ein bisschen eine angerottete Rinde dazu, die muss ich mir dann irgendwo im Garten zusammenklauen. Und so mischen wir das dann ein. Und da setzen wir es dann ein. Wenn euch das alles zu mühsam ist, kein Thema. Wie gesagt, könnt ihr euch ja eine fertige Erden gern kaufen. Ich zähle immer ganz genau mit, dass ich dann weiß, wie viel 20% Sand sind. 10%. 20%. Das mische ich dann einfach, es könnt ihr es vorher auch mischen, klar. Schau, wie das schön wird. So, Rinde, so ein bisschen ankompostiert ist und das ist ausreichend. Die mischen wir da jetzt dazu. Befüllung abgeschlossen, kleine Pflanzenkunde. Wenn ihr es eurer Kistel setzt, ist ganz gut, es werdet ihr ja wissen, ist eher schattig, kühler, halbschattig oder heiß sonnig. Bei mir ist bei der Sauna richtig, es ist heiß. Da knallt es so richtig hin. In dem Kistel habe ich zwar für schattig auch ein bisschen was drinnen, aber wir nehmen sie natürlich das aus, was die Hitze und die Sonne gut vertragt. Zum Beispiel alles natürlich wieder heimische Sachen, ein Thymian, eine Flockenblume, eine Skabiose, ein Wiesensalbei. Das ist was ganz was lässig, was Besonderes, die Prachtnelke.
Und was haben wir da noch? Da haben wir eine Zypressenwolfsmilch. Das ist auch was Lustiges. Die Zypressenwolfsmilch, ganz was Unscheinbares, ist gerne am Straßenrand, wo es richtig trocken ist und hinknallt und heiß. Und da legt einige ganz eigene Schmetterlinge legen da die Eier drauf und fressen dann an dieser Zypressenwolfsmilch. Vielleicht haben wir da das Glück, der Wolfsmilchschwärmer. Das wären solche Raupen, richtige Geräte. Und die zeige ich euch auch noch von diesen paar. Das ist da eigentlich unser ganz normaler heimischer Wiesensalbei. Fast wie ein Lavendel, kann man sagen, nur blüht er eigentlich viel länger. Der blüht von jetzt bis in August, würde ich mal sagen, eine Top-Schmetterlingspflanze. Also Schmetterlinge nutzen den sehr viel, auch als Futterpflanze und für die Bienen, Hummeln natürlich sowieso auch super Pflanzen. Muss ich mal zuerst ganz genau schauen, wie wir es setzen. Passt. Da muss ich jetzt was machen. Weil wenn das so dicht verwurzelt ist, dann sollte man das rundum und um aufschneiden mit einem Messerl. Dann kann es schön rauswurzeln. Ich mache es mit der Schar. Nicht sehr elegant, aber sieht man das? Einfach so aufreißen. Mehr muss es nicht sein. So, fast fertig. Ganz am Schluss, das empfehle ich wirklich, dass da dann eine Mulchschicht drauf. Für sowas, für so heiße Bereiche, finde ich immer, passt ein Sound wieder super. Genau der, den ich schon reingemischt habe. Und ich da dann noch so ein paar so Kugel auf, dann schaut das noch ein bisschen natürlicher aus. Und dann gießen wir es ein, dann wirst du sehen, dass das ganz lässig ausschaut. Und dann soll es wachsen. So, das wird jetzt noch ein bisschen nachgehen, dann kann man es noch mal nachfüllen. Und das Lässige, falls ich es noch nicht gesagt habe, was ganz wichtig ist, das sind alles Pflanzen, die mehrjährig sind. Das heißt, die muss ich nicht jedes Jahr erneuern. In der Regel kommen die durch über den Winter aus. Es ist einmal ganz, ganz lang frostig oder sie vertrocknen. Aber ansonsten sind das alles unkomplizierte Pflanzen, die mehrjährig sind. Und da haben eben unsere geliebten Insekten wirklich Nahrung und mit denen ziehe ich es dann auch an.